Hallo und willkommen zum Closing. Wie immer gilt, es gibt ein Pad für Fragen, für Feedback und auch für Anmerkungen zum Thema. Und wir gehen jetzt der Reihe nach einmal durch die Themenfelder dieses wunderbaren Events. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Chaoswesen, auch von meiner Seite. Ich werde euch durch die Beiträge führen. Herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung dieses digital verteilten Online-Chaos im September. Mein Name ist Ruttel und hier mit mir versammelt sind Vertreterinnen vieler Teams aus dem Chaos, die hier gleich gemeinsam das Infrastructure Review machen werden. Wie es sich gehört, haben wir vorher nicht geübt. Ganz allgemein gesprochen wäre es aber eine sehr irreführende Darstellung zu sagen, wir hätten nicht geübt, denn immerhin ist dieses DEVOC Push to Talk schon die dritte DEVOC-Veranstaltung dieses Jahr nach den Hidden Services und der Home Launch. Und die Intensität dieses allgemeinen Übens ist während dieses DEVOCs nochmal deutlich angestiegen, denn dieses Jahr ist ja noch nicht zu Ende und wir schließen nachher auch mit einem Ausblick darauf, was noch Großes kommen wird. Aber jetzt schauen wir doch erstmal, was hier in den letzten 3 Tagen so passiert ist. In guter Tradition eines Infrastructure Reviews natürlich, indem wir uns Zahlen dazu anschauen. Dieses digital verteilte Online-Chaos hatte im Schnitt 200 Zuschauerinnen, im IRC haben sich 120 Besucherinnen zusammengefunden, im Matrix-Chat 280. Es gab insgesamt 20 Self-Organized Sessions und Assemblies, in denen ihr euch getroffen habt. Das Ganze hat ein Vierteljahr lang Vorbereitung von über 60 Chaos-Entitäten gebraucht. Und wir hatten ganz, ganz, ganz viele Pads, die sich auf über 5 Instanzen verteilt haben. Tatkräftig unterstützt hat uns das VOC. Liebes VOC, bitte erzählt uns, wie ihr das gemacht habt. Ja, für die von euch, die sich schon mal mit dem Setup des ersten DEVOC beschäftigt haben, ist wenig Überraschendes dabei. Wir haben das im Prinzip wieder genauso gemacht. Wir haben ein OBS zentral auf dem Server laufen, gehen da mit einer Remote-Lösung drauf, um das Ganze zu steuern. Und leider gibt es ganz schwere Hintergrundgeräusche. Schade. Was neu dabei war, wir hatten eine ganze Reihe von Sessions, wo wir mehr als eine Speakerin hatten. Und da haben wir auf Big Blue Button zurückgegriffen und haben sozusagen das Big Blue Button einfach abgefilmt. Und das war neu. Das hat im Prinzip sehr gut funktioniert und ist eine tolle Möglichkeit, um auch andere Formate, die vielleicht auch sehr viel partizipatorischer sind, mit einzubinden. Genau. Wir hatten in der Spitze 200 Menschen, die sich den Stream angeguckt haben. Und ja, das war's fürs VOC, denke ich. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir hier direkt weiter zu den Stage Managern, dem Schock. Das war besetzt mit 5 Heralden, die zusammen insgesamt 11 Stunden moderiert haben. Und dabei waren auch 2 Live-Schaltungen, sogar interkontinental. Das war auch ganz spannend. C3Lingo, zurück zu dir, STB. Genau. Die Kollegen wären auch gerne jetzt hier selber dabei gewesen, um es zu präsentieren, aber die übersetzen jetzt natürlich gerade und wir hatten dieses Mal eine relativ kleine Mannschaft. Eigentlich komme ich auch von C3Lingo und habe sozusagen nur aushilfsweise sich hier mit die Regie gemacht. Und heute konnte ich sogar noch einen Talk übersetzen. 7 Dolmetscherinnen haben Deutsch-Englisch gemacht, also von Deutsch nach Englisch oder andersrum. Und wir hatten auch eine Neuigkeit am Freitagabend, die Schalte nach Mexiko und nach Brasilien. Da hatten wir 2 Übersetzerinnen dabei, die währenddessen hintereinander weg übersetzt haben von Spanisch nach Englisch und umgekehrt. Und das war also auch neu für uns und wir glauben, das hat sehr gut funktioniert.
Im Mumble haben uns bis zu 15 Menschen gleichzeitig zugehört. Das klingt jetzt erstmal wenig und natürlich hätten wir uns gefreut, wenn es noch viel, viel mehr gewesen wären. Aber wir machen die Übersetzung ja nicht nur für die Live-Zuhörer, sondern die gehen auch gleich in die Aufzeichnung des Talks mit rein. Das heißt, wenn irgendwann in den nächsten paar Wochen die Talks alle auf media.ccc.de landen, dann sind da auch gleich die Übersetzungen nach Englisch mit dabei. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, STB. Auch das Phone Operation Center war mit dabei. Aus der Anzahl der registrierten Nebenstellen können wir auch ein bisschen ablesen, wie groß das Interesse war. 257 Teilnehmende mit im Peak 93 Nebenstellen online, über die dann über die letzten drei Tage doch immerhin knapp 6000 Anrufe gelaufen sind. Die Chaospost war aktiv. Online-Office war geöffnet und hat während der Veranstaltung 127 Nachrichten zugestellt, die an 12 verschiedene Domains gingen. Top-Domain an der Stelle war .de, gefolgt von .com und .org. Die Post hat sich auch besondere Mühe gegeben, eine perfekte Servicequalität zur Verfügung zu stellen, hat alle eure Nachrichten qualitätskontrolliert und dafür im Mittel zwischen wenigen Sekunden und 12 Minuten gebraucht. Üblicherweise war die Zustellung innerhalb von 2 Minuten erfolgt. Und große Überraschung, beliebtestes Postkartenmotiv war endlich mal normale Leute. Ja, vielen Dank für euren Beitrag auch. Ganz frisch haben wir hier auch die Zahlen zur Merchandise. Es gab Sticker, Plakate, T-Shirts, Hoodies, Zipper und natürlich die für ein Divok unbedingt notwendigen Jogginghosen. Von den insgesamt fast 100 verkauften Textilien waren immerhin 11 Jogginghosen. Ihr seht hier nochmal die Adresse. Bis zum 13.09. könnt ihr euch dort noch euer Merch besorgen, falls ihr bisher noch nicht dazugekommen seid, weil ihr so viele Vorträge schauen musstet. Wir gehen weiter in den Himmel. Da wird uns Benjamin was dazu sagen. Ah, wirklich? Ich? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, also auf diesem Divok gab es zum ersten Mal einen Himmel und Engel. Und was tatsächlich von mir kam, ist die Initiative mit den selbstgebastelten Engel-Badges. Da gibt es jetzt welche auf den Folien. Genau, also ich hatte vorher schon Vorschläge gemacht im Wiki und dann kamen noch mehr Menschen und haben sich Engel-Badge-Pudding gemacht und andere interessante Sachen. Ansonsten gab es 6 Teams und ungefähr 30 Engel und im Wesentlichen war es ganz okay. Ich glaube, der Kids Space hätte sich über mehr Engel gefreut. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und geengelt habt. Wunderbar. Ein Teil der Engel lebte und lebt immer noch im Infodesk. Die haben insgesamt 20 Anfragen beantwortet über die verschiedensten Kanäle. In einem Online-Setting wird zum Beispiel aus der Frage, wo ist Saal 1, dann wo ist eigentlich der Livestream. Das Ganze kam über unterschiedlichste Kanäle rein, die die fleißigen Engel an der Stelle dann alle gemonitort haben. Und sie haben auch Hilfe geleistet bei der Benutzung der Event-Online-Dienste in den verschiedensten Ausprägungen, wie sie uns hier begegnet sind. Auch euch vielen Dank. Das Awareness-Team war anwesend, hat über mehrere Kanäle kundgetan, wie sie erreicht werden können, falls Dinge nicht ganz so laufen, wie wir uns das alle wünschen. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Zeichen, dass wir hier keine großen Zahlen zu vermelden haben. Das Awareness-Team war da und ist bereit für mehr.
Die Chaospatin stellen sich vor. Genau, hallo, ich bin Lila Fisch. Ich war bei den Chaospatin jetzt mit an diesem Wochenende beschäftigt. Wir haben zu fünft vollständig Mentorschichten abgedeckt in einem Big Blue Button Raum. Ich glaube, wir waren zu fünft. Ich habe mich nicht so in die Zahlen vorbereitet. Wir hatten allerdings, das weiß ich, zwei kurze Besuche nur von Mentees, was wir darauf zurückführen, dass wir zum einen recht kurzfristig uns angekündigt haben, zum anderen das Zielpublikum der Push-to-Talk vielleicht nicht das gleiche ist wie das große Kongress-Event. Und außerdem vermuten wir auch, dass viele neue Besucher eben nicht diesen, oh mein Gott, ich bin auf einem riesigen Event mit unglaublich vielen Leuten Effekt haben und sich denken, wozu brauche ich eigentlich Chaospatin, um Streams zu schauen. Und stattdessen haben wir uns dann es uns in unserem Raum gemütlich gemacht und diskutiert, was denn eigentlich die Rolle von Chaospatin in virtuellen Events ist. Weil auch virtuelle CCC-Events mehr sind als nur Streams schauen, was dann einerseits für Patenkinder vielleicht neue Schutzbedürfnisse bedeutet und andererseits besonders in der Rolle, den Kontakt herzustellen zwischen Neubesuchern und dem Rest vom Chaos, für uns eine große Herausforderung wird. Von Fragen wie, wie verläuft man sich denn jetzt für eine halbe Stunde, wenn man eigentlich nur mal schnell aufs Klo gehen wollte, wie reproduzieren wir das für Neubesucher? Zu ganz praktischen Fragen wie, wie übersetzen wir denn unsere klassische Chaospatin-To-Do-Liste für den Kongress in ein virtuelles Event, weil ja, wir sind uns nicht so ganz sicher, wie man sein Telefon in einem Bällebad verlieren soll auf dem nächsten virtuellen Event und dann dafür ein anderes finden. Wir haben viele unzählbare neue Ideen und freuen uns besonders in dieser menschlichen Komponente des Kontakts auf einem virtuellen Event kreativ involviert zu bleiben. Ja, wir freuen uns schon drauf. Vielen Dank. Der Kidspace, das sind die mit dem Bällebad. Genau, um gleich mal anzufangen. Also das Deck haben wir hier unten auf der Folie wiedergefunden. Also für uns war das die erste Veranstaltung dieser Art auf einer D-Bog oder auch eine virtuelle Veranstaltung generell. Und in der ganzen Vorbereitung haben wir uns eigentlich darauf konzentriert, eine geschützte Umgebung für die Kinder bereitzustellen, aber auch gleichzeitig Programm anzubieten. Und auch die Eltern sollten auch nicht zu kurz kommen. Und deswegen haben wir mehrere Workshops angeboten, speziell für die Kinder oder auch soziale Sessions wie unser virtuelles Bällebad oder auch Technik-Workshops für Erwachsene. Und das bisherige Feedback von den Kindern und von den Eltern war soweit ganz positiv und erfolgreich. Leider war die Beteiligung noch ein bisschen übersichtlich, wobei das wohl auch eher daran liegt, dass es halt unsere erste Veranstaltung dieser Art war. Aber wir sind zuversichtlich und planen eigentlich auch für die nächsten Veranstaltungen wieder mit dabei zu sein. Soweit von uns. Vielen, vielen Dank. Mit dabei waren auch die Hexen. Ja, bitte. Ja, wir waren auch mit dabei, dieses Mal natürlich wieder mit einem Hexenfrühstück. Das gibt es jetzt in digital, da ist leider kein Essen mit dabei, dafür viele liebe Menschen. War auch sehr, sehr gut besucht von Menschen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht bei den vorherigen D-Box und auch ein paar Mal zwischen den Events. Und das ist immer so eine Mischung zwischen, ja, neue Leute reinholen und Orga. Dieses Mal haben wir zum Beispiel schon die Organisation für den R3C angefangen, also den Kongress, den Ersatzkongress im Ende des Jahres. Wir haben auch dieses Mal ausprobiert, so ein bisschen das Format zu erweitern. Bisher war es ja immer für Frauen und dieses Mal haben wir auch das English Breakfast und das Queer Breakfast dazugenommen. Das ist ganz nifty, um Barrieren zu reduzieren, also für Leute, die aus anderen Zeitzonen kommen, nicht Deutsch sprechen oder eben für queere Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren. Da hatten wir auch wieder zum Beispiel eine spannende Diskussion über genderneutrale Ansprache in formalen Mails. Ich habe jetzt mitgenommen, ich fange jetzt meine formellen Mails mit Huhu an, weil es ist genderneutral und passt ein bisschen besser zu mir. Wir hatten auch den feministischen Buchclub, diesmal stärkere Repräsentation von Transmenschen, Schwarzen und POC dabei. Ich würde mir das nächste Mal noch wünschen, dass auch Ableismus zum Thema kommt, also die Diskriminierung Behinderter. Und gerade jetzt läuft ein Workshop über Vertrauen.
Es geht darum, wie kann man in einer Welt, in der Vertrauen manchmal schwerfällt, noch Vertrauen, entstehen gerade sicher sehr spannende Diskussionen, kann man auf der Wiki-Seite mit den Self-Organized Sessions nochmal schauen. Was wir nochmal erwähnen wollten, ist, dass die Hexen sich an verschiedene Zielgruppen wenden, natürlich einmal an Frauen an sich, was sehr in der Binarität verhaftet ist, aber jetzt mit den neuen Frühstücken, dem Queer-Frühstück und dem Englischen auch so ein bisschen offener sind. Und Workshops, wie zum Beispiel der Buchclub, finden dann tatsächlich für alle statt, weil die sind ja auch dazu da, dass man so ein bisschen in feministische Themen einsteigen kann. So, vielen Dank an die DIVOG-Orga nochmal, dass auch ihr uns hier zu Wort kommen lasst. Wir sind dafür extrem dankbar und haben uns gefreut, dabei zu sein. Das gebe ich natürlich sehr gerne genauso zurück und vor allem auch in die weitere Runde. Für das PL-Team möchte sich die Orga ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Vortragenden, bei allen Teammitgliedern, bei allen, die in irgendeiner Form bei den Workshops beigetragen haben und natürlich bei den Zuhörenden. Für euch machen wir das ja schließlich. Ja, es ist Closing, fast schon wieder vorbei. Was kommt denn jetzt? Wie bei jedem ordentlichen DIVOG seid ihr natürlich eingeladen, im Wiki weiter Sessions zu planen und euch zu verabreden für alle Chaos-relevanten, spannenden Themen. Zu diesem DIVOG speziell laden wir euch ein, Feedback zu geben in dem hier verlinkten Feedback-Pad, das ihr auch im Wiki findet. Wenn ihr einen der Vorträge verpasst habt, könnt ihr jetzt direkt zum Relive gehen oder in ein bisschen Zeit auch auf Media.ccc die Vorträge dann wiederfinden. Die nächsten Chaos-Veranstaltungen, es geht im September schon weiter mit den Datenspuren, im Oktober dann die Privacy Week und auch dann ist das Jahr immer noch nicht zu Ende. Als letztes Team haben wir das Presseteam anwesend, für das an dieser Stelle jetzt Linus sprechen wird. Linus, bitte. Ja, schönen Dank für die Gelegenheit, hier ein bisschen zu berichten von den Diskussionen, die wir so um den Kongress in diesem Jahr hatten. Es hat sich ja dann doch relativ früh herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht so wirklich durchführbar sein wird dieses Jahr, eine Veranstaltung mit 17.000 Menschen in Leipzig zu machen. Wir haben das in unserer Mitteilung mal so als weder legal noch verantwortungsbewusst durchführbar bezeichnet und mussten uns irgendwie überlegen, machen wir den Schritt zu einem Remote-Event oder nicht. Wir haben viele Remote-Events dieses Jahr gesehen, sei es die DevCon, sei es viele andere Community-Veranstaltungen und natürlich auch das digital verteilte Online-Chaos, wo der CCC und seine engagierten Engel und seine engagierte PL ja doch gezeigt haben, was man so remote machen kann. Und wir haben uns dann gesagt, okay, bevor wir in diesem dann doch sehr entbehrungsreichen Jahr tatsächlich auf den Kongress verzichten, wollen wir einfach mal schauen, was passiert, wenn man diese technische Vorbereitung, die wir haben, jetzt mal wirklich auf so eine große Community und die große Kreativität wirft. Und ich denke, das Entscheidende für diesen Remote, für diese Remote Chaos Experience, wie wir es jetzt genannt haben, die Fachleute haben natürlich erkannt, dass es ein kleines Wortspiel ist mit RCE, also der Remote Code Execution und dem C3, dem Kongress, wie wir unsere Veranstaltungen sonst immer jedes Jahr nennen. Ich denke, das Entscheidende wird tatsächlich sein, was ihr daraus macht. So, die Infrastruktur hinzustellen ist eine Aufgabe, die nicht einfach ist, aber wo wir wissen, dass wir die Leute dafür haben, die das können. Das Entscheidende ist jetzt, den Teil zu machen, der den Kongress ausmacht. Und das ist ja zumindest für die Leute, die da gewesen sind, nie nur das Vortragsprogramm gewesen, sondern das sind die Assemblies, das sind die Workshops, das ist das, was dorthin gebracht wird und auf diesen ja fruchtbaren Boden gebaut wird, den der Kongress einfach nur hinstellt. Ja, also das, was die Veranstaltung ausmacht, ist das, was ihr dort einbringt und nicht das, was irgendwie ein paar Leute mit viel Arbeit
dorthin stellen. Ne? Das ist wichtige Vorarbeit, aber das ist halt eine Basis. Und das, was daraus, was das unvergesslich macht, ist das, was ihr, jede einzelne Person dort mit hinbringt. Und da hoffen wir, dass euch viele schöne, spannende Ideen kommen, wie wir das Geschehen vom Kongress online abbilden können. Das geht los mit, ne, natürlich können wir Lötworkshops machen, wir müssen uns nur vorher darüber Gedanken machen, dass die Materialien früh genug bei den Teilnehmerinnen sind. Natürlich können wir auch irgendwie coole Kochworkshops machen, wenn wir sicherstellen, dass alle Leute früh genug ihre Einkaufsliste haben und vor der Feiertagsplünderei der Supermärkte noch ihre Zutaten kaufen können. Und ich denke auch, dass dieses Format online eine ganz neue Art des Spiels ermöglicht. Wir haben ja auf dem Kongress in den letzten Jahren so spannende Sachen gehabt wie There is no game, wir haben Quests gehabt, wir haben Schnitzeljagden und sonstige Scherze gehabt. Und diese Kreativität, die wir da vor Ort gesehen haben, haben wir eigentlich keinen Zweifel beziehungsweise große Hoffnung, dass wir diese Kreativität auch online sehen. Also die einzige Message, die wir für euch haben, ist, es wird eine RC3 geben und es liegt an euch, dass sie geil wird. Wir können mal wieder, wie auch bei den anderen Kongressen, nur ein Grundgerüst stellen. Das wird geil. Wir werden dafür sorgen, dass es coole Talks gibt. Wir werden dafür sorgen, dass es coole Streams gibt und so weiter. Aber am Ende, wenn ihr ganz in euch geht, dann wisst ihr genauso gut wie ich, dass das, was den Kongress am Ende ausmacht, die individuellen Beiträge der Teilnehmerinnen sind und das, was sich an liebevollem, wunderschönen Wahnsinn vor Ort ergibt. Und deswegen haben wir jetzt auch schon relativ früh Bescheid gegeben, dass wir das machen, dass wir hoffen, dass ihr geile Ideen habt, dass ihr coole Dinge einbringt. Wir haben extra gar nicht so viel davon geschrieben, was uns so vorschwebt, um eben der Kreativität auch so einen freien Lauf zu lassen. Und was sehr wichtig ist, wir haben ein Have Your Say aufgebaut, also einen kleinen Survey, wo wir im Prinzip euch so ein bisschen fragen, so okay, ne, wir wissen alle, wir sind traurig, dass es keinen Kongress geben wird, aber da können wir jetzt auch nichts dran machen. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir den quasi ins nächste Level oder in diese kleine Winterpause schieben. Und im Have Your Say könnt ihr zum Beispiel auch eure Sorgen oder was ihr bei vielen anderen Online-Veranstaltungen gesehen habt und vielleicht sagt, ey, so bitte nicht oder so bitte schon, hier gab's eine geile Idee und ich kann übrigens das mitbringen. Das könnt ihr alles in den Have Your Say einbringen und das wäre sehr cool, wenn ihr das macht. Natürlich am ehesten und am schönsten mit Dingen, wo ihr sagt, übrigens, das mache ich, will ich machen, wird geil. Aber natürlich auch mit so Sachen, ey, übrigens, ich habe das und das bei anderen gesehen, das vermisst oder das und das würde ich mir wünschen. So, wir wissen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und deswegen müssen wir jetzt das eben auch, dieses ganze Potenzial ausschöpfen und dafür brauchen wir uns alle. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Erläuterung und für den Aufruf. Ihr habt es alle gehört. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt erstmal an unseren Herald zurückgeben. Alles klar, dann würde ich sagen, fangen wir mal vorsichtig mit dem Q&A an. Die Frage, die viel zu bewegen scheint, ist, wie häufig wird es denn dann in Zukunft ein Devo geben? Ja, das ist vielleicht eine Frage für einen Vertreter der Projektleitung. Möchte Benjamin da was dazu sagen? Oh Gott. Also ich habe tatsächlich eine Meinung dazu, aber die ist jetzt mit niemandem abgesprochen. Also meine Meinung ist, es gibt bei manchen japanischen Tempeln die Tradition, die alle 20 Jahre abzubrennen, damit die Handwerke weiterarbeiten können und damit man nicht verlernt, wie es geht. Und ich glaube, das wäre eigentlich, also solange wir diese Pandemie haben, ein schlauer Move, so alle Vierteljahre sowas zu machen. Natürlich jetzt nicht beim Kongress, weil Kongress ist irgendwie krass genug für uns alle. Aber das wäre jetzt so meine Privatmeinung. Aber wie gesagt, da haben andere möglicherweise andere Meinungen. Da würde ich gerne noch ergänzen. Das DEWOG ist eigentlich ganz einfach entstanden. Also hier in Hamburg haben einige der Leute, die eigentlich ganz hart am Easter Hack gearbeitet haben, gesagt,
ja, jetzt habe ich da schon so viel Arbeit reingesteckt, ich will das jetzt nicht einfach verpuffen lassen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das, auch nachdem das VOG eben gesagt hat, okay, wir haben da mal was vorbereitet, wir würden das gerne mal ausprobieren. Und auch das zweite und das dritte DIVOG, dieses hier, sind eigentlich entstanden, weil sich ein paar Leute irgendwo getroffen haben und gesagt haben, wäre das nicht geil, wenn wir jetzt wieder eins machen würden. Und ich gehe fest davon aus, dass in einiger Zeit, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr, jemand um die Ecke kommt und sagt, jetzt wäre es eigentlich mal wieder Zeit. Und wenn ihr solche Menschen seid, die sowas machen wollen, die Kontaktdaten stehen zur Verfügung und bringt euch ein. So schwer ist es nicht. Man braucht kein, es ist eben kein Kongress. Das ist der große Vorteil. Das ist eine relativ übersichtliche Geschichte und man kann mit überschaubarem Aufwand so ein Ding auf die Beine stellen. Pepsi? An der Stelle sei vielleicht hinzugefügt, dass es auch im Oktober noch ein Chaos-Event, ein Remote-Chaos-Event gibt, und zwar die Privacy Week in Österreich vom 26.10. bis zum 1.11. Auch da kann man seine Streams abholen und zuschauen, ist aber etwas politischer. Haben wir zu der Frage noch weitere Wortmeldungen? Sonst nächste Frage, bitte. Jawohl. Ist denn geplant, zukünftig mehrere Tracks parallel zu veranstalten, sodass man Talks auswählen kann? Das gebe ich vielleicht erstmal an STB. Ich hatte es befürchtet. Also bisher war es so, dass wir mit dem überschaubaren Aufwand, den wir hier bisher betreiben wollten, letztendlich nur einen Stream gleichzeitig bedienen konnten. Und wir hatten auch den Eindruck, dass das bei einer Online-Veranstaltung eigentlich widersinnig ist, zu sagen, wir müssen das Programm ganz dicht packen, es müssen lauter Sachen parallel stattfinden. Eigentlich kann man das ja völlig problemlos entzerren, es muss niemand anreisen, wieder abreisen. Wer Zeit hat, kann was machen und man kann das also eigentlich relativ problemlos über viele Tage strecken, wenn man möchte. Und insofern gibt es also gar keinen Druck, irgendwas gleichzeitig laufen zu lassen. Und für uns war es auch dieses Mal besonders wichtig, das ist ja nicht nur das Vortragsprogramm, also das ist der quasi der Aufhänger sozusagen, um die Leute vielleicht auch ein bisschen anzulocken, vorbeizukommen, aber es war uns wichtig, dass das wirklich auch eine Community-Veranstaltung ist, wo Sachen in den Self-Organized Sessions passieren und die Leute sich wieder treffen, so wie sie das auf einem physischen Event getan hätten oder sich vielleicht auch sogar neu kennenlernen. Und also dem steht eigentlich auch wieder so ein dichtes Vortragsprogramm ein bisschen entgegen. Also, aber wer auch immer das nächste DIVOG plant und veranstaltet, kann das ganz anders sehen. Und wenn die Manpower da ist, die Womanpower, dann geht das auch mit viel mehr Streams gleichzeitig, wenn man denn will. Noch jemand dazu? Sonst weiter? Dann versuchen wir es mal mit dem nächsten. Gibt es Ideen, den Zuschauer besser vor Augen zu führen, welche Menschenmassen außer ihnen teilnehmen? Das würde das Teilnahmegefühl enorm verändern. Dazu passend gab es noch eine zweite Frage, ob geplant ist, im Stream anzuzeigen, wie viele Menschen gerade den Stream schauen. Also das sind so zwei Punkte. Schreibt das gerne ins Feedback-Pad. Also wir haben da nichts geplant. Jemand muss es vor allen Dingen technisch umsetzen. Und wer sich berufen fühlt und in der Lage, da technisch was dran zu tun, nur zu. Bei diesen DIVOGs sind ganz viele Leute quasi aus dem Nichts aufgetaucht und haben gesagt, ich würde gerne Folgendes machen. Spricht da was gegen? Haben wir gesagt, nein, natürlich nicht. Mach doch einfach. Und das wäre auch der Ansatz. Also wenn ihr sagt, ich würde gerne die aktuelle Zuschauerzahl mit im Stream sehen, findet raus, wie das geht und helft es zu bauen und dann ist es dann im Stream drin. Okay, dazu passt tatsächlich auch unser nächster Punkt schon. Nämlich die Frage, wie werden eigentlich Talks ausgewählt? Beziehungsweise wie wird das ausgewählt, was die Menschen gerne tun wollen? Also wie wird das entschieden?
Also wir hatten ein Content-Team, was die Einreichung bewertet hat, mit den Einreichenden darüber gesprochen hat, was genau sie vorhaben, wie wir das technisch auch organisiert bekommen. Das war zum Beispiel bei dieser quasi Live-Schalte nach Mexiko und nach Brasilien jetzt gar nicht so einfach. Das mussten wir tatsächlich sehr gut vorbereiten. Und wir haben uns gemeinsam eine Meinung gebildet, was wir gut finden, was wir glauben, was gut zum Programm passt. Und so wie das eigentlich auf jeder Konferenz auch läuft, dass es ein Team gibt, was diese Sachen bewertet und versucht sicherzustellen, dass es alles Hand und Fuß hat und eine gute Qualität. Okay. Scheinbar haben Menschen auch während der Pausen den Stream laufen lassen und fragen, ob es geplant ist, eine andere Playlist als nur Radio laufen zu lassen, in Klammern immer dieselben 2 bis 3 Lieder in Dauerschleife. Dieselbe Antwort, schreibt es ins Pad und macht einen Vorschlag, was da stattdessen laufen soll. Also es gibt so Aspekte, da sagt man dann, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, wir haben irgendwie 1, 2, 3 Tracks, die sind okay und es ist ja auch nur die Pause. Aber wenn jemand sagt, Mensch, das kann man doch auch noch mit echtem Content füllen, nur zu, liefert uns den Content, dann kommt's in Stream. Da würde ich gerne aber auch noch dazu anfügen, dass das ja Teil des Feedbacks beim ersten Divok war, dass das echt, echt geile Musik war und dass Menschen die wiederhören wollen. So kam das. Okay. Das Internet würde gerne wissen, ob sich die 200 Zuschauer auf Vortragende oder auf die Lounge-Musik oder auf beides beziehen. Also die Zahl ist der CDN-Statistik entnommen und das wäre der Peak der gleichzeitigen Zuschauer. Und das war, glaube ich, während der Vorträge, man sieht es hier genau im Graphen, ein bisschen zu klein, um die Uhrzeiten zu erkennen, aber das war während der Hauptvortragszeiten. Da gab es offensichtlich einige, die sehr beliebt waren. Danke für die Antwort. Ein letzter Punkt. Wann werden denn die Talks auf mediaccc.de online sein? Sobald sie fertig geschnitten sind. So, und jetzt möchte ich noch kurz eine Sache machen, nämlich euch mal kurz Feedback vorlesen, das zum Talk kam. Zitat: Ich finde es toll, dass das Eventphone, Post, Infodesk, Engelsystem, QuietQubit, Kidspace, Merge und vieles mehr gab, wie bei Präsenzevents. Allerdings würde ich nicht fast von einem fehlenden Bällebad umgefahren oder so und sah auch weniger Projekte als bei Präsenzevents. Dann anschließend gab es den Kommentar, vielen Dank für die Orga. Super Sache. So, ja, da lief wohl in der Wohnzimmervorbereitung was schief. Da müssen wir noch etwas ausführlichere To-Dos schreiben, damit das nächstes Mal besser klappt. Vielen Dank natürlich, den Dank weiterzureichen hier. Und als letzter Punkt, die Leute waren alle exzellent zueinander. Wie immer sehr nett bei einem C3-Event und sehr nett, ein C3-Event erlebt zu haben. Ich glaube. Vielen Dank, liebe Zuhörende. Damit haben wir das tatsächlich. Weiterhin die Bitte, gebt Feedback, schreibt ins Pad, was ihr gerne anders hättet. Gebt gerne Feedback zu den Talks, gebt Feedback zu den Heroes. Ich habe auch welches bekommen. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Event. Vielen Dank. Und bis bald. Vielen Dank an alle.